Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Brustspecial bei uns in der Luzernklinik. Heute mit dem Thema Bruststraffung. Wenn nach Gewichtsabnahme oder nach Schwangerschaften und Stillzeiten die Brüste sich verändern, hängen, kleiner werden, kann man mit einer Bruststraffung das Brustgewebe nach oben verlagern und die Brustwarzen an die richtige Position bringen. Während des Eingriffs wird das Brustgewebe nach oben verlagert. Wir haben ein zu viel an Haut darum herum. Die Brustwarze, die ja oft nach unten schaut, kommt an die richtige Position. Die soll optimalerweise nach vorne schauen und die Brust wird minimal kleiner. Besteht der Wunsch, dass die Brust höher kommt und auch insgesamt größer werden soll oder auch das Dekolleté viel voller sein soll, kann man das mit der Einlage von einem Silikonimplantat sehr gut auffüllen. Je nach Ausmaß dauert der Eingriff 2 bis 3 Stunden. Wir machen das im Dämmerschlaf, schonend, ambulant, sodass Sie am gleichen Tag wieder nach Hause gehen. Die Ausfallzeit beträgt beruflich 1 Woche. Nach 3 bis 4 Wochen darf man mit dem Sport beginnen und die komplette Freigabe hat man nach 12 Wochen. Dann darf man alles wieder machen.